Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns jetzt in Apokrypha bzw. auf der Telvanni-Halbinsel. Komme ich jetzt auf Apokrypha? Also im Necrom-Bereich wollte ich eigentlich sagen. Hier oben in der Stadt Necrom bzw. am Wegschrein von Necrom, da startet die Hauptquest hier. Wie Hermaeus Mora, der Wissende, vorhergesagt hat, treffen wir uns wieder, Entsandte. Viele verschiedene Schicksalsfäden haben uns zu diesem nebulösen... Ach, zu kompliziert. Ich komme mit einem Geschenk. Einem Zweck, finster und schwer. Einer Gelegenheit, den Vertrag zu erfüllen, den ihr unterschrieben habt. Zweck? Welchen Zweck? Uns verbindet eine gemeinsame Gefahr. Feinde von Hermaeus Mora bedrohen seine Ebene des Reichs des Vergessens und stellen somit auch eine Gefahr für die Welt der Sterblichen dar. Daher schickt Mora mich hierher zu euch, um sich eure Unterstützung zu sichern. Was für eine Art Unterstützung? Nur eine sterbliche Entsandte kann diese Bedrohung bewältigen, um Apokrypha und Nirn zu retten. Die Schicksale dieser beiden Ebenen sind verbunden. Und ihr seid der Schlüssel, um die Wirklichkeit zu bewahren. Ohne euch wird sich alles auflösen. Helft dabei, dieses Unglück abzuwenden. Und Mora wird euch belohnen. Also ich finde es ja gut, dass sie sich darauf bezieht, dass wir den Vertrag in der letzten Stunde, in der letzten Folge unterschrieben haben. Aber jetzt klingt es so ein bisschen, als ob ich gar nicht weiß, worum es geht. In Ordnung, ich werde helfen. Wo fange ich an? Der Wissende hat mich angewiesen, euch dies zu geben. Ein Kondensat planarer Möglichkeiten. Ach, ihr würdet es eh nicht verstehen. Es ist Tinte. Okay. Bringt sie zur Menos-Zisterne, einer Ruine nahe der Stadt. Gießt die Tinte ins Wasser und euer Pfad wird klar werden. Gegen wen genau treten wir an? Gegen einen oder mehrere von Hermaeus Moras rivalisierenden Fürsten. Doch sie haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Sie arbeiten durch Agenten. So wie jene, die es auf die Glyphiker abgesehen hatten, als wir uns das erste Mal trafen. Eine Spinne lauert in der Mitte dieses Netzes. Da bin ich mir sicher. Dann hat dies mit der Smaragdglyphik zu tun, die ich für Hermaeus Mora geborgen habe? Ja und nein. Es sind dieselben Mächte, die die Dämmersäbelsöldner angeheuert und sich mit Dralys Atrin verschworen hatten, um die Smaragdglyphik zu erlangen. Da ihr sie aufgehalten habt, haben sie ihre Taktik geändert. Doch aufgegeben haben sie ihre Intrige nicht. Erzählt mir mehr über Hermaeus Mora. Habt ihr schon vom dädrischen Fürsten des verbotenen Wissens gehört? Dem Fürsten des Schicksals? Dem unlösbaren Rätsel? Hermaeus Mora weiß alles. Er ist der Weiseste der Daedra. Jedes Geheimnis und sämtliches Wissen findet irgendwann seinen Weg nach Apokrypha. Was ist Apokrypha? Ich bin erstaunt, wie wenig die Sterblichen unserer winzigen Welt verstehen. Apokrypha ist die Ebene von Hermaeus Mora. Sein Heim und der Sitz seiner Macht. Eine von zahllosen Ebenen, die durch das Reich des Vergessens treiben. Bitte fragt mich nicht nach dem Reich des Vergessens. Haben wir alles schon in der letzten Folge erklärt bekommen. Genauso wie die Antwort auf diese Frage, wer wart ihr noch gleich? Ich bin Leramiel. Manchmal auch die Weise genannt. Doch das ist kein Beiname, auf den ich besonderen Wert lege. Ich versuche, die entstehenden Wahrheiten zu verstehen, die durch... Oh, ach, vergesst es. Ich bin eine Gelehrte. Vor einem Jahrhundert ging ich einen Handel mit Hermaeus Mora ein. Aber viel Geduld hat sie heute irgendwie nicht, ne? Dann dient ihr Hermaeus Mora? Ich verehre ihn nicht, falls das eure Frage ist. Der Fürst des Wissens ist ein Verbündeter und Gönner. Mora gewährt mir Zugang zu seltenem und geheimem Wissen. Im Gegenzug übernehme ich verschiedene Aufgaben für ihn. Eine Vereinbarung von gegenseitigem Nutzen. Ja, die schon seit 100 Jahren besteht, wie sie ja in der letzten Folge gesagt hat. Dann gehen wir mal zur Menos-Zisterne. Wie komme ich jetzt aufs Systrin? Keine Ahnung.
Ach. Und da sind wir auch schon. Und zwar hier. Tretet vor, Sterbliche. Wisset, dass ihr im Angesicht von Hermeus Mora steht. Wir müssen uns unterhalten. Alter, ich kenne dich doch schon aus der Folge davor. Lehrer Miel tut gut daran, die Schicksalserwählte in meinen unerbittlichen Blick zu rücken. Alle anderen Ausgänge sind nun ausgeschlossen. Von diesem Augenblick an kann der Schicksalsbaum wieder neue Äste schlagen. Und damit entstehen neue Möglichkeiten. Boah, das ist so ein krasser Effekt. Entweder kommt der wirklich näher oder man hat echt das Gefühl, dass der näher kommt durch diese ganzen Blubberblasen und alles. Geht es um die Bedrohung, die ihr vorhergesehen habt? Irgendetwas von wegen Auflösung der Wirklichkeit? All dies und mehr, Sterbliche. Ich sehe all das, was ist, was war und was jemals sein wird. Und so habe ich die versteckten Rivalen gesehen, die Apokrypha und die gesamte Wirklichkeit bedrohen. Sie dürfen keinen Erfolg haben. Die Zeit ist gekommen, eure Vereinbarung zu ehren. Und dann die dumme Frage, meine Vereinbarung? Ich bin das goldene Auge des Schicksals und der Hüter des Flüsterns. Ich habe vorhergesagt, dass eine Sterbliche vonnöten sein wird, um die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr seid diese Sterbliche. Und wir haben einen Vertrag unterschrieben, der für die Dauer dieser Bedrohung für uns bindend ist. Apokrypha ist in Gefahr. Jetzt müsst ihr handeln. Was soll ich für euch tun? Lasst euch von Lehrer Miel führen. Sie kann die Schicksalsfäden wahrnehmen und euch zu den drei Aufgaben führen, die meine verborgenen Widersacher offenbaren werden. Trefft sie in der Buchbinderei von Nikrom, der Stadt der Sterblichen. Eure Reise, um die Wirklichkeit zu bewahren, beginnt dort. Doch wie kann ich die Wirklichkeit retten? Ich verstehe nicht. Ich habe Lehrer Miel auf drei bestimmte Schicksalsfäden aufmerksam gemacht, die an einem Ort zusammenlaufen, den man die Telvanni-Halbinsel nennt. Sie wird euch an jedem dieser Orte führen, um meine versteckten Gegner zu demaskieren. Geht nach Nikrom. Lehrer Miel erwartet euch dort. Erzählt mir mehr über Apokrypha und seine Verbindung zu Nirn. Wisst ihr denn so wenig, Sterbliche? Scheinbar. Apokrypha ist meine Domäne. Eine Ebene des Reichs des Vergessens. Ich habe es entsprechend meiner Bedürfnisse geformt. Und diese Ebene, das Reich der Sterblichen, manche nennen sie auch Nirn. Was die Verbindung angeht, ihr solltet nur wissen, dass Nirn zu existieren aufhört, wenn Apokrypha fällt. Was genau seid ihr? Die Gelehrten und Mystiker eurer Welt nennen mich einen dädrischen Fürsten. Was ihr seht, ist nur ein Aspekt meines wahren Selbst. Denn der sterbliche Geist kann meine Gänze gar nicht fassen. Diese Gestalt reicht aus. Euer Geist muss unversehrt bleiben, damit ihr dem Schicksal dienen könnt. Wahrscheinlich sprechen wir gerade nur mit seinem rechten Auge oder sowas. Was wisst ihr über den Feind, der Apokrypha bedroht? Schrecklich wenig. Sie sind Schatten, die sich auflösen, wenn meine Aufmerksamkeit sich auf sie richtet. Sauron.
Verborgene Gestalten, die sich irgendwie vor meinem Blick verbergen. Es ist verstörend. Noch nie war ich so blind. Aber daran erkennt man eine Bedrohung. Woher wisst ihr dann, dass es eine Bedrohung für Apokrypha und Nirn gibt? Vor mir entfaltet sich jedes mögliche Schicksal. Sie alle führen zu einem Ereignis, von dem ich dachte, die Möglichkeit seines Eintretens schon vor Äonen ausgetilgt zu haben. Wenn dieser Kurs nicht geändert wird, fällt Apokrypha. Die Wirklichkeit wird aufgelöst und Nirn vernichtet. Dieser Gegner entgeht mir zwar, doch ihr seid mein geheimer Vorteil. Wenn ihr nicht bestimmen könnt, wer sie sind, wie kann ich das dann? Das ist der Grund, warum das Schicksal euch ausersehen hat. Eure instinktive Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Ungeachtet der Hindernisse auf eurem Weg. Ungeachtet der Wahrscheinlichkeiten. Folgt den Fegen, die ich für Lehramiel ausgewählt habe. Das ist der Schlüssel, um unser beider Ebenen zu retten. Ja, sowas Ähnliches hat man mir schon mal gesagt. Zwar nicht instinktive Fähigkeit, erfolgreich zu sein, aber ungeachtet der Hindernisse und ungeachtet der Wahrscheinlichkeiten, das passt. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Deshalb bin ich bereit, mich mit einem mächtigen Vertrag an euch zu binden. Ich kann nichts gegen euch oder eure Interessen unternehmen, solange ihr euch an euren Teil der Abmachung haltet. Unsere Gegner haben allerdings keine solche Einschränkungen. Also geht mit Bedacht vor. Das Schicksal nimmt viele Wege. Sucht Lehramiel in Nekrom auf und entscheidet weise. Okay. Ich dachte gerade, da kommt noch was, weil der Boden hier gerade so am Beben ist. Gut. Wie ihr oben auf der Karte seht, sind wir auch ein Stückchen nach hier geritten. Das war jetzt nicht direkt um die Ecke. Was sehen meine müden Augen denn da? Platinflöz. Das kriege ich so wenig. Besser gesagt, auf diesem Account hier, dem Let's Play-Account, immer nur dann, wenn ich mal online bin und für euch aufnehme. Wegschreien von Nikon, genau. So, die große Frage ist, wir müssen in die Richtung. Das ist hier manchmal ein bisschen unübersichtlich, wenn man nicht weiß, wo man genau hinlaufen muss. Und ich bin oft so verwirrt, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich hinlaufen muss. Deswegen verzeiht es mir. Doch, hier links war sie gerade. Willkommen in meinem Unterschlupf. Ja, leere Bücherregale. Könnte man noch ein bisschen was renovieren, noch ein paar Bücher reinstellen, aber sonst ganz hübsch. Hermaeus Mora zu treffen, stellt eine seltene Ehre dar. Der Wissende materialisiert sich in einer entgrenzten Projektion. Er entscheidet sich nur bei wenigen, sich zu manifestieren. Die Fäden, an denen die Wirklichkeit hängt, sind wahrlich straff gespannt. Was hat Mora euch mitgeteilt? Ich würde sie ja lieber fragen, ob es ihr gut geht, dass sie diese Sätze mal bricht. Hermaeus Mora meinte, ihr würdet mich führen. Und das werde ich auch. Der Wissende hat drei entscheidende Ereignisse in dieses Gebiet verfolgt. Untersucht sie. Er glaubt, dass wir dann die Verschwörer aufdecken können, die gegen Apokrypha losgeschlagen haben. Vielleicht können wir sie sogar aufhalten, bevor die Bedrohung ganz Gestalt annehmen kann. Was muss ich an diesen drei Orten tun? Ich weiß es nicht. Mir wurde nur mitgeteilt, was nötig ist, um euch zur rechten Zeit an den rechten Ort zu bringen. Ihr müsst feststellen, warum das Schicksal euch an jenen Orten braucht und dann entsprechend handeln. Ihr kennt das Wo und das Wann, aber ihr wisst nicht, was ich tun muss? Viele mögliche Zukünfte zweigen sich von jeder Entscheidung einer sterblichen Kreatur ab. Wenn wir die Folgen unserer Entscheidungen kennen, ändert dies den Ausgang. Daher sagt uns Hermaeus Mora nur, was er sagen muss.
Als Schicksalserwählte liegt der Rest bei euch. Das heißt, es kann auch alles komplett daneben gehen, wenn ich mich falsch entscheide. Nun gut, wo muss ich denn hin? Die Schicksalsfäden führen an drei Orte in dieser Region. Die Nekropole von Nekrom, den alten Turm von Telrendus und die Siedlung Alavelis. Ich werde Portale zu allen öffnen. Untersucht sie und kehrt hierher zur Buchbinderei von Nekrom zurück, sobald ihr dort fertig seid. Erzählt mir mehr über die Orte, die ich aufsuchen muss. Eine vernünftige und bedachte Bitte. Ich werde euch die Einzelheiten mitteilen, die ich kenne. Doch ich weiß wenig mehr als ihr. Die örtliche Geschichte und Politik sind nicht mein übliches Forschungsfeld. Über welchen Ort würdet ihr gern mehr erfahren? Erzählt mir mehr über die Nekropole von Nekrom. Nekrom ist ein Zentrum der uralten Dunmer-Praktiken der Ahnenverehrung. Ein absonderlicher Brauch. Die Mönche der Nekropole werden Hüter der Toten genannt und kümmern sich um die Katakomben unter der Stadt. Sie stehen den Gläubigen in der Verehrung ihrer Ahnen vor. Erzählt mir mehr über Telrendis. Telrendus ist einer der vielen Pilztürme, die es überall in diesem Land gibt. Sie dienen meist als Domizile der Telvanni-Zaubermeister, die über beachtliche Magie gebieten. Doch dieser Turm ist verlassen. Interessant. Das Schicksal bestimmt, dass ihr dorthin geht. Ich werde euch begleiten. Ich habe auch so einen Telvanni-Turm, allerdings auf meinem privaten Account. Erzählt mir mehr über Alavelis. Alavelis ist eine kleine Siedlung, die nur für ihren Malachit-Steinbruch bekannt ist. Eine Glasitmine, wie es die Dunmer nennen. Dieser Schicksalsfaden bebt besonders stark. Was ihr dort finden werdet, vermag ich nicht zu sagen. Doch ich rate zur Vorsicht, Entsandte. Was ist dies für ein Ort? Eine alte Buchbinderei. Übergangsweise unser Ausgangspunkt in dieser Region. Ich habe sie gesichert, damit wir Apokrypha betreten und verlassen können, ohne eine unnötige Panik auszulösen. Ich bezweifle, dass die Obrigkeit von Nekrom Portale, die zu einer Ebene im Reich des Vergessens führen, in ihrer Stadt gutheißen würde. Erzählt mir mehr über die Portale. Neben den dreien, die euch zu Orten bringen, die ihr untersuchen müsst, habe ich noch zwei Tore nach Apokrypha beschworen. Eines führt zur endlosen Bibliothek, einem Ort, an dem Bücher so zahllos wie die Sterne sind. Das andere führt nach Chroma Incognito, einem Ort, an dem verlorene Schicksale verweilen. Soll ich also jetzt nach Apokrypha gehen? Nur wenn ihr dies wünscht. Die Schicksalsfäden, um deren Untersuchung euch Hermaeus Mora gebeten hat, beginnen hier auf der Telvanni-Halbinsel. Wohin sie euch führen werden, kann ich nicht sagen. Doch da die allgemeine Bedrohung gegen Apokrypha gerichtet ist, hielt ich einen schnellen Zugang für angemessen. Das ist auch sehr gut, weil so erreichen wir dann überhaupt Apokrypha, weil außer natürlich die Möglichkeit, dass man über ein Gildenmitglied oder so hinporten könnte, hat man nämlich sonst keine andere Möglichkeit hinzukommen. Ich glaube, es gibt auch kein Haus da. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also auf der Telvanni-Halbinsel gab es ein Haus. Das haben wir kostenlos bekommen, glaube ich. Das meine ich. Und in Apokrypha selber meine ich, doch, da gab es doch ein Haus zu kaufen, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bevor ich jetzt hier Mist erzähle. Die Entscheidung liegt bei euch, Entsandte. Hermaeus Mora hat das klar gesagt. Also, vor euch liegen nun drei Pfade. Welchen werdet ihr wählen? Also zwei Pfade sind die, die wir untersuchen sollen. Und einmal, wenn ich... alle drei sind die, die wir untersuchen sollen. Wo ist denn dieses eine, von dem sie gerade gesprochen hat, was woanders hinführt? Das war, glaube ich... Kann man das auf der Karte sehen? Portal zu Apokrypha. Nee, die gehen, glaube ich, alle. Also hier ist erstmal das Haus, was wir kostenlos bekommen haben. Ja, und wenn wir dann umswitchen, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, deswegen gucke ich jetzt gerade nochmal nach. Nee, hier gibt es tatsächlich kein Haus zu kaufen. Wo ist denn das eine Haus, was eigentlich von Nekrom war? Das war doch nicht auf Telvanni. Kann ich euch... Oh, Moment, doch hier.
Enklave des Gesandten. Ach, das war es, glaube ich, was ich jetzt meinte. Das ist doch auf der Telvanni-Halbinsel. Also, ihr könnt nur auf diese Art und Weise, also sprich über die Hauptquest oder natürlich über andere Mitspieler dorthin kommen. Ich persönlich würde jetzt allerdings sagen, da wir drei verschiedene Orte untersuchen müssen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge zu den drei Orten hinreisen werden und unsere Untersuchungen anstellen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.